Ein weiterer Schatz der Verknüpfungenpalette. Und zwar verbirgt sich der hier hinter Information kopieren. Da gibt es zwei Möglichkeiten, den Pfad zum ausgewählten Bild, zur ausgewählten Verknüpfung zu kopieren. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Verknüpfung aktiviert und kopiere hier den vollständigen Pfad heraus. Was in der Zwischenablage ist, das sieht man, wenn ich das hier in Notepad einfach mal einfüge. Ja, und das ist nicht mehr und nicht weniger als der Pfad zu dieser Verknüpfung. Und wenn ich den eben brauche, um das Ding in einem anderen Programm zu öffnen, dann ist das eine hilfreiche Geschichte. Es gibt aber noch weitere Funktionen, zum Beispiel alle Verknüpfungsinformationen kopieren. Das kopiere ich mal raus. Gucken wir uns hier wieder an, was in der Zwischenablage ist. Und wir sehen, da stehen genau die Informationen, die hier in der Verknüpfungsinformation drin steht. Wie ich das konfigurieren kann, welche Informationen ich hier sehe, das habe ich in einem anderen Video im Adventskalender erklärt. Naja, und wenn halt irgendjemand von mir wissen möchte, zeig mir mal von den Bildern auf Seite 17, wer zum Beispiel das Foto gemacht hat, wer der Rechteinhaber ist oder ähnliches, dann kann ich das hier wunderbar rauskopieren. Und zum Abschluss wähle ich hier mal beide Bilder aus, denn dann habe ich die Möglichkeit, Infos für ausgewählte Verknüpfungen zu kopieren. Man sieht, dass das hier die einzige Informationen-Kopieren-Funktion ist, die funktioniert, wenn mehr als eine Verknüpfung ausgewählt ist. Okay, das heißt, ich habe also jetzt hier diese Option frei. Ich kann hier die Verknüpfungsinformationen kopieren und die kann ich jetzt hier zum Beispiel in Excel einfügen. Und ja, dann habe ich hier sehr übersichtlich sämtliche Funktionen, sämtliche Informationen zu den ausgewählten Bildern per Copy und Paste einfach in eine Excel-Datei kopiert.